Sehr geehrter Herr Altbundespräsident Wulff, sehr geehrter Bischof Dr. Coxworth, sehr geehrter lieber Bischof Dr. Stäblein, sehr geehrte Senatorin Günther Wünsch, sehr geehrter Herr Staatssekretär Friederici, sehr geehrte Bürgermeisterin Remlinger, liebe Preisstifter Andreas Staufer und Mustafa Sahin, liebe Aller und lieber Bischof Maikas, liebe Festgemeinde, wir freuen uns sehr, dass wir heute in diesem Raum den ersten House of One Friedenspreis verleihen können. Es ist schön, dass Sie da sind. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie Frieden zu erlangen ist, dazu gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Jesus war Pazifist, keine Gewalt, unter keinen Umständen. Darin folgte ihm Lev Tolstoi, der bekannte russische Schriftsteller. Mit Hilfe eines Rabbiners wurde für ihn zum Schlüssel für das Verständnis der Bibel und für sein Leben folgender Satz Jesu aus der Bergpredigt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Das meint, die größte Herausforderung in Konflikten ist es, sich der destruktiven Macht nicht anzugleichen. Die Welt ist durchdrungen vom Mythos der erlösenden Gewalt, vom Glauben daran, dass mit Waffen und Gewalt Sicherheit und Frieden zu gewinnen sind. Die Bibel, aber auch Schriften anderer Religionen erzählen dazu eine große Gegengeschichte. Gottes Liebe gilt allen Menschen, vorbehaltlos, Freund wie Feind. Und sie liegt dem Verhalten der Menschen immer schon voraus, auch das Auge-um-Auge-Muster. Das glaubte und darüber schrieb Tolstoi. Seine Bücher und der Briefwechsel mit Mahatma Gandhi prägten dessen gewaltfreie Widerstandsbewegung. Und Gandhi wurde Vorbild für Martin Luther King. Und Kings gewaltfreier Kampf war beispielgebend dafür, dass die Revolution in der DDR friedlich blieb und die Mauer ohne Gewalt gestürzt wurde. Erzählungen von Frieden, der nicht durch Gewalt zustande kam. Sie zeigen Friedenspotenziale auf. Solche Potenziale wollen wir vom House of One suchen und sammeln, wollen sie unterstützen und wollen sie mit dem House of One Friedenspreis würdigen. Denn es sind zerbrechliche und zugleich lebenswichtige Stimmen im Ringen um Frieden. Religionen wirken anders. Menschen kommen vom Glauben, von Gottes Liebe her und versuchen sie zu leben, indem sie zuhören, indem sie andere Menschen nicht als Feinde betrachten, indem sie der Liebe Gottes vertrauen, die sich in jedem Menschen findet. Das kann weltweit Wirkung entfalten, selbst wenn es am Rande des Kaukasus geschieht. Dafür bist du, lieber Maikas, ein gutes Beispiel und der bestmögliche erste Preisträger des House of One Friedenspreises. Im Vorfeld der Preisverleihung erzählte ich dir von meiner Entdeckung des Briefwechsels zwischen Tolstoi und Gandhi. Doch du kanntest diesen Briefwechsel längst. Ja, mehr noch, du hast darüber hinaus guten Kontakt zur Gruppe der Duchoboren, eine kleine Volksgruppe in Georgien, die noch heute nach dem radikal-pazifistischen Idealen Tolstois lebt. Ich freue mich, dass wir heute Abend über dich und von dir noch viel Überraschendes und Ermutigendes hören werden. Und ich bin dir sehr dankbar für deine unermüdliche Friedenskraft. 5 unserer Ehrengäste überbringen dir und uns jetzt ihre Grüße. Vielen Dank. Liebe Freunde im Glauben, es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ich überbringe Ihnen Grüße aus der Diözese und Kathedrale von Coventry
und der Nagelkreuzgemeinschaft. Dear friends, when I visited Georgia, Archbishop Malkus introduced me to the Georgian tradition of toasting at mealtimes. The toast is made for someone, not to someone. It gives thanks for the person. And there are several toasts during the meal. The first toast is for God. So let me greet you in the name of the God of Abraham and give thanks for God's goodness in drawing us together this evening and inspiring the work of the House of One. There are many toasts, but there is a toast often for the honorable guest. So let me offer my toast for Archbishop Malkus, giving thanks for his faith in God, his love of Jesus, who came to bring peace, for his readiness to reach out to all people, especially those society has forgotten or oppressed in any way, for the way he brings people of different faiths together, for the trust he has gained in the Muslim community of Georgia and among the Yazidis. I give thanks for his work among Chechen, Abkhazian, and now Ukrainian and Russian refugees, and many others, for his care and protection of the LGBT community, for his passion for justice, for his courageous work for peace built on justice and sustained by reconciliation, for his love of Georgia and his love of the world. I give thanks and offer a toast for his kindness, the kindness of Archbishop Malkus, the kindness that he showed me when I visited Georgia. It is his spirit of generous hospitality that caused him to create a form of the House of One in Tbilisi, building a mosque and a synagogue within his own cathedral. Dear friends, as I learnt from my dear brother, Archbishop Malkus, a Georgian meal will end with a toast to Mary, Mother of Jesus. So let me conclude offering a toast for that remarkable woman whom Jews and Christians and Muslims share, giving thanks for her faith in God's grace and her obedience to the ways of God's peace. Möge ihr Beispiel gemeinsam mit dem Beispiel von unserem Bruder Malkus uns inspirieren, Gott tiefer zu lieben, uns einander wahrhaftiger zu kennen und glaubensvoller zu arbeiten für Gottes Seele, für unsere Welt. Vielen Dank. Die Herren sind ein wenig größer gewesen vor mir. Und ich habe jetzt schon viel Respekt vor der Dolmetscherin, was sie in den letzten Minuten schon geleistet hat. Sehr geehrter Herr Bischof, vielen Dank für Ihre inspirierenden Worte.
Sehr geehrter Herr Bischof Zsongolashvili, sehr geehrter Herr Wulff, sehr geehrter Herr Bischof Stäblein, sehr geehrter Rabbiner Nakama, sehr geehrter Herr Shekardani, sehr geehrter Herr Pfarrer Hoberg, sehr geehrter Staatssekretär Frederizzi, sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin Remlinger, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung des House of Fun, liebe Gäste. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss Ihnen sagen, es ist mir eine sehr große Ehre, diese erste Verleihung des House of Fun Friedenspreis im Namen des Berliner Senats miteröffnen zu dürfen. Das House of Fun ist genau die richtige Institution, um einen Friedenspreis zu verleihen, eine Auszeichnung für die Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen. Eine Würdigung des Einsatzes, des Engagements gegen Feindbilder, gegen Hass und Intoleranz. Das House of One ist ein weltweit beachteter Ort der Begegnung, ein Haus und ein Symbol des friedvollen und vertrauensvollen Miteinanders der Religionen. Glauben an Glauben lassen, hat meine jüdische Großmutter zu mir gesagt, und so könnte man die Idee des House of One auch bezeichnen. Und wie wichtig diese Idee ist, und das erleben wir täglich aufs Neue, denn Religionen als Konfliktstoff begegnet uns leider in trauriger Regelmäßigkeit. Das sage ich als Schulleiterin, die jahrelang in Brennpunkten unterwegs war, im Großen wie im Kleinen, wir erleben es auch täglich immer wieder noch auf Titelseiten. Berlin ist aber eine internationale Metropole, mehr denn je, in der wahnsinnig viele Nationalitäten und Religionen dieser Welt vertreten sind und ihr Zuhause gefunden haben. Dennoch spiegeln sich die Konflikte unserer Welt im Alltag unserer Kinder wider. Lassen Sie mich eine Anekdote erwähnen. Ich lebe in Marzahn-Hellersdorf und ich war letztens an der russischen Schule und auch dort kommt es gerade zu sehr viel Hass und Feindbildern. Sie werden auf den Schulhöfen und Spielplätzen für unsere Kinder zum Anlass für Beleidigungen und auch für Streit und für Gewalt. Aber jeder Pädagoge weiß, unsere jungen Menschen lernen vor allem durch Vorbilder. Und wir Erwachsenen sind dafür verantwortlich, wie das Zusammenleben zwischen Menschen, Kulturen und Religionen funktioniert. Wir alle, wie wir heute hier sind, sind in der Pflicht, gute Vorbilder zu sein. Denn wir sind die, die Toleranz vorleben müssen und für ein friedliches und respektvolles Miteinander einzustehen haben. Deshalb freut es mich, dass das House of One diesen Friedenspreis ins Leben gerufen hat. Ein Preis, der die Aufmerksamkeit auf wahre Vorbilder lenkt, auf Menschen, an deren Einstellung und Arbeit sich unser Nachwuchs im positiven Sinne orientieren kann. Und damit bestätigt das House of One auch ausdrücklich, als Bet- und Lernhaus konzipiert zu sein und damit seine engagierte Bildungsarbeit auch aufzugreifen und fortzusetzen. Und diese Fortschritte, ich bin heute erst vorbeigefahren, gehen Hand in Hand mit den Fortschritten auf der Baustelle, worüber ich mich sehr freue. Und damit ist das House of One auch auf dem Weg, ein wahnsinnig starker Ansprechpartner für unsere Schulen zu werden, für die interreligiöse Begegnung, um interreligiöse Fragen zu beantworten. Und darauf freue ich mich und dafür bin ich auch sehr dankbar als Bildungssenatorin. Liebe Gäste, wir alle wissen wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass es relativ leicht ist, Vorbild zu sein, wenn man mit dem Strom schwimmt. Aber es ist wesentlich wertvoller, ein Vorbild zu sein, wenn man gegen Widerstände und Vorurteile ankämpft und dort die Rolle übernimmt. Das langjährige Wirken unseres heutigen Preisträgers ist ein bewundernswertes Beispiel für dieses Engagement. Sein Einsatz für die interreligiöse Verständigung, für die Rechte und Achtung von Minderheiten ist Bildung durch Vorbild. Im besten Sinne des Wortes. Und ich bin mir sicher, dass Sie damit nicht nur viele junge Menschen in Georgien beeindruckt und berührt haben, sondern auf der ganzen Welt. Meine Damen und Herren, die Jury des Houses of One hat eine sehr passende und ausgezeichnete Wahl, zumindest in meinen Augen, getroffen. Sehr geehrter Bischof Zsongolashvili, es ist mir eine Ehre und Freude, Sie heute im Namen des gesamten Senats in unserer Stadt hier begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, herzlich willkommen in Berlin. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Wulff, sehr geehrter Preisträger Bischof Malkas Sugashvili, sehr geehrter Bischof Stäblein, sehr geehrter Bischof Cockworth, sehr geehrter Scheik Adani, sehr geehrte liebe Frau Katharina Günther-Wünsch, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des House of One, meine sehr verehrten Damen und Herren, als neuer Staatssekretär für gesellschaftlichen Zusammenhalt der Senatskulturverwaltung von Berlin freue ich mich, dass mein erster Kontakt zum House of One diese Friedenspreisverleihung ist, und ich danke Ihnen sehr für diese Einladung. Ich grüße Sie auch sehr herzlich im Namen des regierenden Bürgermeisters Karl Wegener, der qua Amt auch Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung House of One ist, sowie selbstverständlich auch im Namen unseres neuen Berliner Kultursenators George Cialo. Beide haben heute einen anderen Termin, den Sie im Vorfeld noch haben, und ich darf Sie ganz herzlich von Ihnen beiden grüßen. Religionsgemeinschaften und insbesondere Aktive im religionsübergreifenden Dialog sind wichtige Partner, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier in Berlin und auch weltweit zu fördern. Die Stiftung House of One, Bet- und Lehrhaus, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch den Dialog zwischen den beteiligten Juden, Christen und Muslimen und im Gespräch mit der Zivilgesellschaft Wege zu finden, wie in einer pluralen Gesellschaft ein gutes und wertschätzendes Mit- und nicht ein Nebeneinander gelebt werden kann. Die Stiftung legt dabei viel Wert darauf, sich international durch andere religionsübergreifende Dialogprojekte inspirieren zu lassen und von der eigenen über 10-jährigen Dialogerfahrung zu berichten. Das ist sehr wertvoll. Die heutige Friedenspreisverleihung ist eine Frucht aus diesem Inspirationsprozess. Sie ehren mit Bischof Malkas Songulashvili heute zum ersten Mal einen Menschen, der sich mit seiner ganzen Kraft und aus seinem Glauben heraus für den Frieden in Georgien einsetzt. In Religionen ist es gute Tradition, sich an Vorbildern zu orientieren und für sein eigenes Handeln neue Impulse zu erhalten. Ich möchte den Preisträger, Bischof Malkas Songulashvili, uns als Gästen und besonders natürlich auch dem House of One wünschen, dass der Friedenspreis uns in unserem täglichen Handeln dazu führt, uns stark, sichtbar und dauerhaft für den gesellschaftlichen Frieden hier in Berlin und auf der ganzen Welt einzusetzen. Vielen Dank. Ja. Sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrter Herr Christian Wulff, sehr geehrte Damen und Herren, ohne Unterschied. Ich heiße Sie hier alle heute herzlich willkommen zu dieser Preisverleihung, bei der ich gar nicht sagen kann, wo ich überhaupt anfangen kann. Ich selbst habe 3 Jahre lang an der Theologischen Akademie in Georgien bei Herrn Malchas unter anderem Unterricht genommen, teilgenommen, und ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass ich ihn wie heute wieder sehen kann, in diesem Angesicht. Ich kann mich an die erste Begegnung erinnern mit Herrn Dr. Malchas, und zwar waren wir damals mit der Delegation in Oldenburg mit Herrn Schahabdak und einer gesamten Delegation zu Gast in der Unterkunft, die Herr Dr. Malchas armen Menschen, Obdachlosen, Kranken und Leuten auf Flucht zur Verfügung stellt. Bei dieser Begegnung habe ich sehr, sehr starke Nächstenliebe zwischen Menschen, zwischen Kulturen und der Religion beobachten können. Es war eine magische Kraft, ein schönes Klima, welches auf dem Hof, auf dem Gelände herrschte. Bis heute noch spricht man in Nordirak, wie zum Beispiel in Sheikhan bei der Familie Baba Sheikh Khatto und in Lale Shandudani davon, dass ein georgischer Priester zu Gast war in unserem Heiligtum Lale Shandudani,
und wie sensibel und tolerant er dort aufgetroffen ist und wie stark er mit den Schmerzen der Flüchtlinge, der Jesiden, die an der Unterdrückung 2014 gelitten haben, mitgelitten hat. Bis heute noch sprechen wir davon. Bei Herrn Dr. Malchas, Herrn Bischof Malchas, spüren wir eine Kraft, die uns alle miteinander verbindet. Ich kann das gar nicht ausdrücken. So stark ist das, so mystisch ist es. Denn immer wieder bemerke ich, dass für ihn jeder Mensch ein Mensch ist, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion oder egal welcher Angehörigkeit. Aus meiner Sicht ist Dr. Malchas ein Mensch. Herr Professor müsste eigentlich ein Ingenieur sein, und zwar ein Ingenieur für Brückenbau. Und diese Brücke ist die Brücke zu den verschiedenen Kulturen und Religionen. Deswegen, Herr Bischof, möchte ich Ihnen recht herzlich gratulieren zu diesem Preis, den Sie wirklich wohlverdient haben. Den haben Sie wohlverdient. Dazu möchte ich Ihnen im Namen der jesidischen Gemeinde Oldenburg, den geistigen Würdenträgern und allgemein gratulieren. Den haben Sie verdient. Dear friends, finde ich eigentlich eine wunderbare Anrede in diesem Raum. Dear friends, Herr Bundespräsident Wohl, Frau Senatorin Günther Wünsch, Herr Staatssekretär Friederici, Bischof of Coventry, verehrter Scheich, lieber Andreas Nachama, lieber Gregor Hoberg, und jetzt geht's wild durcheinander und alle sollen darin mitgegrüßt sein. Dear friends, hochverehrter Bischof Malka. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Das sind nicht meine Worte, das wissen Sie, es sind die Worte Martin Luther Kings am 28. August, Entschuldigung, am 28. August vor 60 Jahren, also fast auf den Tag genau vor 60 Jahren. Es ist, als halten Sie, für mich jedenfalls, durch diese Woche, I still have a dream. Sein Umfeld hatte übrigens King vorher davor abgeraten, auf die Worte, ich habe einen Traum, zurückzugreifen. Es sei zu abgedroschen, es sei zu kitschanfällig. Und es ist vermutlich so, dass Martin Luther King tatsächlich erst so auf 2/3 der Rede entschieden hat, dennoch an diesem Punkt mit den Worten I have a dream zu improvisieren. Und deshalb diese Eingangswendung, obwohl wir wissen und sehen, dass es noch eine Menge Schwierigkeiten gibt heute und morgen, I still have a dream, dennoch und noch und doch. Verehrte Versammlung, verehrter Bischof Malchas, I still have a dream, dass wir viele Houses of One erleben werden in Europa, dass das, was in Tiflis ist und was in Berlin wird, dass das auch in Kiew und in Moskau, in Athen und in London, in Paris und in Madrid, in Rom und in Stockholm sein wird. We still have a dream. Obwohl wir wissen und sehen, wie schwierig es an vielen Stellen ist, Sie, verehrter Bischof Malchas, wissen vermutlich die Worte Martin Luther Kings am besten von uns nachzuspüren. Sie resignieren nicht, im Gegenteil, sie brechen auf. Sie sind der beste, auch nur denkbare Preisträger für den ersten Preis der verehrten Stifter. God bless you. Ich verneige mich vor ihrer Liebe, ihrer Kraft, Energie und Gottes Geist, der durch sie wirkt. I still have a dream. Dass die Religionen friedlich miteinander und füreinander da sind, dass Verschiedenheit versöhnt und Versöhnung verschieden geht. Ja, dass die Religionen nicht Gewalt und Krieg beschleunigen, nie mehr und nicht mehr,
sondern zeigen, wie Respekt und Gebet füreinander geht, weil sie aus der Liebe Gottes leben, weil im Kern nur Liebe ist, nicht Hass, nicht Diskriminierung. Diesen Traum habe ich. Es ist der Traum der Houses of One. Und als ihr mir, lieber Gregor, vor ein paar Jahren eine Karte gezeigt habt, wo es überall diese Initiativen gibt, da dachte ich, ja, ja, ihr erzählt nur. Ihr wollt nur unser Bestes. Und jetzt sind sie da, verehrter Bischof, und zeigen, aus dem Osten, aus Tiflis, kommt das Licht. Das wussten wir, ex oriente lux. Und da bricht Frieden miteinander an. Ein Funken davon mitten in den so schweren europäischen und so schweren religiösen Zeiten wenden. Wir können uns in den Hall dieser Worte dieser Woche stellen. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream, Friedensmoschee, Friedenssynagoge, Friedenskirche. Wo das ist, ist der Traum wahr. Bei ihm. Möge es dazu verhelfen, dass er überall wahr wird. Noch und doch, still and again. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Senatorin Günther Wünsch, sehr geehrter Herr Bischof von Coventry, sehr geehrter Herr Rabbiner Dr. Nachama, Herr Bischof Dr. Stäblein, Scheik Adani, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen erwähnen, der vielleicht noch nicht mehrfach genannt wurde, nämlich den deutschen Botschafter in Tiflis in Georgien. Herr Fischer ist hier unter uns und das finde ich ein besonderes Zeichen, weil wir natürlich als Deutsche, als Europäer die Pflicht haben, auf Georgien, auf Moldawien, auf Armenien und andere Länder zu schauen, die in diesen Wochen in besonderer Weise unsere Hilfe und Unterstützung benötigen, weil sie beispielsweise viele Flüchtlinge aus vielerlei anderen Ländern und Konflikten bei sich beherbergen. Sehr geehrter, lieber Herr Bischof Zoglashvili, ich finde, dass hier in dieser Kirche durch Sie eine besondere Atmosphäre aufgekommen ist. Das spüren wir irgendwie, dass hier Menschen versammelt sind, die Gutes wollen, Gutes bewirken möchten und in ihrer Person Gutes bewirkt haben. Wir ehren Sie heute für Ihren unermüdlichen, mutigen Einsatz für Toleranz und Dialog. Und wir wissen, dass wir einen ganz besonderen Menschen ehren, mit herausragenden Verdiensten um Menschlichkeit, Geschwisterlichkeit und die Würde eines jeden Menschen. Sie beeindrucken uns alle im House of One mit Ihrem Mut, den Sie an vielen Stellen bewiesen haben. Als Sie noch jünger als heute waren, haben Sie studiert, Geschichte und Pädagogik an der Staatlichen Universität in Tiflis. Sie haben damals bereits am Institut für orientalische Studien Kurse belegt in biblischem Hebräisch und Ihre Doktorarbeit in Oxford abgeschlossen. Eine besonders schwierige und weltberühmte Universität mit höchsten Anforderungen. Und Sie sind heute Diözesanbischof von Tiflis, Oberhaupt der Evangelisch-Baptistischen Kirche von Georgien. Und daneben sind Sie Professor für vergleichende Theologie und religiöse Ethik. Zeitlebens haben Sie ganz persönlich erlebt, wie repressive Methoden angewandt werden, um Menschen von ihren Überzeugungen abzubringen zu versuchen. Nachdem Sie sich für demokratische Prozesse in Weißrussland engagiert hatten, wurden Sie festgenommen und saßen im Gefängnis. Trotz solcher Einschüchterungen haben Sie niemals aufgegeben, Ihre eigene Überzeugung, Ihren eigenen Glauben zu vertreten. Sie vertreten, wie wir von verschiedener Seite wissen, oft unpopuläre Positionen, jedenfalls bei einigen, zum Beispiel zur Gleichstellung von Frauen und unterdrückten Minderheiten. Sie haben Frauen zu Diakoninnen, Pfarrerinnen und Bischöfinnen ordiniert und muslimischen Gemeinschaften Gastfreundschaft und Zuflucht gewährt. Sie unterstützen die LGBTQ-Gemeinschaft in einem Land, in dem diese Unterstützung das eigene Leben aufs Spiel setzen kann. Sie haben ihre Überzeugungen oft mit einem hohen Preis bezahlt. So waren sie Erzbischof der Georgischen Baptistenkirche und wurden 2013 zum Metropolitanbischof von Tiflis versetzt, nur weil sie sich gegen Homophobie und Islamophobie eingesetzt haben. Sie fördern den Frieden und den Dialog zwischen Gläubigen der Religionen verdienstvoll und in ihrer Heimat, wo die georgisch-orthodoxe Kirche dominant ist, gibt es dort viele, die einen repressiven Umgang mit Minderheiten für richtig halten. Dem setzen sie entgegen den multireligiösen Dialog in der gesamten Kaukasusregion, unterstützen mit ihrer Gemeinde Flüchtlinge und sie haben es erreicht, dass gerade auch Jesidinnen auf der Flucht vor dem IS unter schrecklichsten Bedingungen geholfen werden konnte. Das macht erklärbar, warum eben Scheich Aldin so persönlich ihn gedankt hat, weil man gerade in der kleinen jesidischen Gemeinde weiß, was es bedeutet, sich als Nicht-Jeside an ihre Seite zu stellen und es mit den Mächtigen, nämlich den Mehrheiten, ganz konkret aufzunehmen.
Es ist bereits erwähnt, die Peace Academy für multireligiösen Jugendaustausch, genau in Anlehnung an unser Konzept hier in Berlin mit einer zentralen Kirche, die sie dort haben, dann noch eben der Peace Cathedral, dann noch einer Synagoge, einer Moschee und einem Raum der Begegnung dazwischen zu erweitern. Und in der angespannten Situation, in der sich Georgien befindet, befindet sich ein Großteil der Welt mit Antisemitismus, Islamophobie und auch Christenverfolgung, die verstärkt in weiten Teilen der Welt um sich zu greifen scheinen. Mit ihrer Friedensakademie antworten sie in ihren Worten auf das Hässliche mit Schönheit. Das heißt, sie sind von Grund her Optimist, setzen auf das Gute und weisen auf das Gute hin, und damit kontrastiert es auch zu dem Negativen, was wir in unserer Erde, auf unserer Erde überall vorfinden. Sie befinden sich auch ganz überzeugt im Konflikt mit der alteingesessenen orthodox-jüdischen Gemeinde, weil sie den Reformern einen Ort für ihre Gottesdienste in ihrer Kirche eingerichtet haben, mit einem Rabbi, der dafür extra aus Israel einreist. Erinnert mich ein bisschen an den Kardinal in Köln, der bei den ersten türkischen Flüchtlingen in den 60er Jahren die Kölner Kathedrale öffnete für das Gebet der Muslime Richtung Mekka. Heute für manche unvorstellbar, aber so war es damals, weil man sagte, die Muslime haben keine Kirche, also öffnen wir unsere Kirche. Todos für alle offen, wie es jetzt Papst Franziskus in Lissabon hat skandieren lassen. Aber inzwischen gibt es auch da, hier und da, eher Rückschritte als Fortschritte. Die Orthodoxen in Tiflis protestieren gegen diese Synagoge, und wie das Land Georgien stehen sie gewissermaßen zwischen den Welten als unermüdlicher Vermittler und als unbeirrbarer Brückenbauer. Für mich spielt auch der interreligiöse Dialog eine entscheidende Rolle als Teil von Friedenspolitik. Wirklichen Frieden auf der Welt wird es nur geben, wenn es auch Frieden zwischen den Gläubigen der Religionen gibt. Darauf hat Hans Küng mit anderen immer wieder hingewiesen. Ich erkenne das, wenn ich in Istanbul mit den Christen Weihnachten gefeiert habe oder hier in Deutschland in verschiedenen Städten, auch hier in Berlin mit Muslimen, das Fastenbrechen feiere. Das sind dann Signale, die einen wichtigen Beitrag zum inneren und damit auch zum äußeren Frieden leisten. Nelson Mandela als großer Versöhner in Afrika hatte den Satz geprägt: "No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion." Und Hass entsteht eben, weil das Umfeld, in dem Kinder und Jugendliche aufwachsen, den Nährboden bereitet. Kein Mensch kommt auf diese Erde mit Hass in sich tragend gegen anderes Aussehen, andere Herkunft oder andere Religion. Das wird von anderen bei diesen Kindern und Jugendlichen quasi infiltriert. Gesellschaften sollten vielmehr in Zukunft danach beurteilt werden, wie sie mit Minderheiten umgehen. Freiheit und die Menschenrechte geraten sonst immer stärker unter Druck, und dazu hat eben niemand ein Recht. Religionsfreiheit ist ein zentrales Menschenrecht, es ist stark bedroht global. Das Recht auf die Unverletzlichkeit des Menschen vertreten im Übrigen auch alle hanafitischen und universalistischen Rechtsgelehrten zum Koran. Aber leider wird in vielen mehrheitlich muslimischen Ländern dieses ignoriert. In einer Umfrage in Ihrem Land haben Ergebnisse gezeigt, dass die Minderheit nur religiöse Vielfalt bejaht und die Mehrheit religiöse Einfalt vertritt. Dort haben 47% der Georgierinnen und Georgier die Kultur und Traditionen des Landes durch religiöse Vielfalt bedroht gesehen. Und nur 31% waren der Meinung, dass das Leben in Georgien interessanter wird, auch durch Minderheiten und andere Religionen. Ich denke dann oft daran, was heißt es eigentlich, dass 47% gegen Vielfalt sind? Wollen sie wirklich einfältig sein? Also die Bereicherung durch unterschiedliche Sichtweisen, durch unterschiedlichen Glauben und die Ausübung von Glauben bereichert sich doch das Leben und wird nicht etwa
gefährdet. Aber solche Einstellungen entstehen durch das Einkapseln in eigenen Wahrnehmungssphären, dadurch, dass Menschen ihnen vermeintlich Fremdes oder Fremde auf Distanz halten. So ist es in Deutschland so, dass dort, wo die wenigsten Muslime sind, die größte Feindseligkeit gegen den Islam vorherrscht. Denn dort, wo welche sind, kommt man sich näher, kommt man zusammen, versteht sich und bereichert sich. Die großartige, in Istanbul geborene, jetzt in London lebende Schriftstellerin Elif Shafak hat ein wunderbares Buch geschrieben, Hört einander zu. Darin schreibt sie, wenn alle meine Freunde und Bekannte das Gleiche denken wie ich, wenn sie so wählen und sprechen wie ich, wenn ich nur Bücher, Zeitungen und Magazine lese, die mit dem übereinstimmen, was ich schon immer gelesen habe, wenn ich nur Webseiten ansehe, die mit meiner vorgefassten Meinung auf einer Linie liegen oder nur Fernsehsendungen, die meine Weltsicht bestätigen, sehe und wenn praktisch alle Informationen, die ich beziehe, tagtäglich aus den immer gleichen Quellen stammen, heißt es nichts anderes, als dass ich insgeheim ständig von meinem eigenen Spiegelbild umgeben sein möchte. Ein solches Leben hat nicht nur etwas Beengtes, fast Erstickendes, es ist zutiefst narzisstisch. Es gibt nämlich nicht nur viele Einzelne, die als Narzissten unterwegs sind, es gibt auch Gruppennarzissmus, der für ganze Gesellschaften oder ganze Echokammern gilt. Wenn ein Mensch oder eine Gruppe sich als Nabel der Welt empfindet, sich als etwas Besonderes sieht, genau dann entsteht der Gegensatz zwischen wir und den anderen. Darin steckt die Gefahr für Polarisierung, Radikalisierung, für das Zerbrechen von Gemeinsamkeit. Immer dann, wenn sich Andersdenkende begegnen, wofür sie sich ihr ganzes Leben lang engagieren, mutig engagieren, wenn sich Menschen in die Augen schauen und wirklich kennenlernen, sind sie anschließend, das sagen alle Studien, differenzierter, freundlicher, klüger und denken anders, nämlich positiver übereinander. Der Einsatz von Bischof Zonglashvili ist demnach enorm wichtig, Stellung zu beziehen, Ausgegrenzte und Bedürftige zu unterstützen. Diesen Mut braucht unsere Welt, nicht nur Georgien, nicht nur Deutschland, sondern diesen Mut braucht die ganze Welt. Den Reichtum verschiedener Religionen zu studieren, war ihr Lebensanliegen. Die kulturelle Vielfalt kennenzulernen und gleich dann auch die Ungerechtigkeiten in vielen Ländern persönlich zu erleben, das hätten wir Ihnen gerne erspart. Aber es hat Ihr Bild auf die Welt und Ihre Einstellungen entscheidend geprägt. Sie betonen, dass zwischenmenschliche Beziehungen immer vom Standpunkt gegenseitiger Liebe, Wertschätzung und Respekt betrachtet und beurteilt werden müssen. Nur darauf käme es im theologischen und biblischen Sinne an. Es gäbe keine Rechtfertigung dafür, andere auszugrenzen, zu misshandeln oder ihnen Schaden zuzufügen. Im Christentum, so zitiere ich Sie, das auf der jüdischen Tradition beruht, geht es um bedingungslose Liebe und Akzeptanz aller Menschen, ganz im Sinne der Enzyklika von Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Wir sind alle Brüder und Schwestern auf dieser Welt, unabhängig davon, ob man Jude, Moslem, Humanist oder Christ ist. Sie trauen sich, über Fragen nicht nur nachzudenken, sondern öffentlich zu sprechen und zu predigen, zum Beispiel über die Frage der Identität und des Menschseins in all seinen Aspekten, einschließlich der menschlichen Sexualität, nachzudenken. Wir sind eine Welt, eine Weltgemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft, in der wir die Gefühle, die Neigungen, die Interessen anderer verstehen müssen, um dann zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Ich habe bei der Vorbereitung auf den heutigen Tag, und das möchte ich am Schluss sagen, dann eben auch festgestellt, dass es dann doch nicht so mit meiner Erinnerung an Harry Potter so ganz zufällig gewesen sein kann, Herr Bischof Zonglashvili. Denn die Ähnlichkeit auf Äußerlichkeiten, umso älter man wird, achtet man immer weniger, mit ihrem markanten Bart war es dann doch nicht, die mich dazu geführt hat, an Albus Dumbledore zu denken aus Harry Potter, sondern an ihn als Schulleiter der Hogwarts-Schule und ihn als Vaterfigur von Harry Potter, als einen der großen Zauberer mit einem enormen Erfahrungsschatz. Dieser Albus Dumbledore kämpft gegen die dunkle Magie, die dunkle Macht an
Aber er lehrt die Schülerinnen und Schüler Toleranz, er fördert internationale Freundschaft und er tritt dafür ein, andere Wesen zu respektieren, magische und nicht magische gleichermaßen. Dumbledore wird von Engstirnigen dafür scharf kritisiert, weltoffen und integrierend zu sein. Er ist all jenen ein Dorn im Auge, die die Macht einzig auf sich konzentrieren wollen. Und da sie in Oxford studiert haben und Teile von Harry Potter in Oxford gedreht wurden, ich war selbst in den Räumlichkeiten, ist nach meiner Meinung ziemlich wahrscheinlich, dass die Autorin von Harry Potter sie dort in Oxford kennengelernt und erlebt haben muss. Anders wären diese vielen positiven Parallelen für mich nicht erklärbar. Sie haben mit ihnen das Gute in die Welt gebracht und dem Guten ein großes Stück Kraft gegeben. Ihre Beharrlichkeit, ihr unermüdlicher Einsatz, ihre positive Ausstrahlung, ihre uns alle einnehmende und herzliche Art, schlicht und zusammengefasst, ihre Magie ist das wahre Ass im Ärmel gegen die Widrigkeiten einer Welt im Wandel. Und Sie haben gesagt, und wenn wir glauben, was die monotheistischen Weltreligionen postulieren, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, dann müssen wir den Menschen, jeden einzelnen Menschen so respektieren, egal wer er ist, Christ, Jude, Atheist, Gläubiger, Jeside, heterosexuell, homosexuell oder asexuell, das spielt keine Rolle, Zitat Ende. Herr Bischof, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zum ersten Friedenspreis des House of One hier in Berlin und wünsche Ihnen ebenso von ganzem Herzen Kraft, Zuversicht und ganz viele weitere Erfolge über Georgien, über den Kaukasus hinaus. Wenn wir diese Brücke mit Ihnen als Brückenbauer schlagen, wird es um Europa und die Welt besser bestellt sein als heute. Herzlichen Glückwunsch. Verehrter Bischof Malkasch, dear friends, und was kann ich jetzt von Frieden erzählen? Was können wir als House of One vom Frieden erzählen? Wir können nur von uns erzählen. Und wir haben erfahren, nicht nur wir brauchen Gott als einen, als eine, die alles richtet, und wir lehnen uns zurück. Wir haben erlebt, Gott braucht uns, unsere Hände, unsere Ohren, unser Herz und unsere Worte für den Frieden in der Welt, in dir und in mir, für Frieden zwischen den Menschen. Und wo können diese Worte erklingen? Und wo können diese Worte Hände bekommen? Und wo können sie gehört werden? Einmal im House of One, dem Ort der interreligiösen Begegnung, der Feier, der Bildung, des Betens. Und auch wenn das Haus noch nicht steht, lebt schon dieser Geist. Dieser Geist des Friedens. Und obwohl es noch nicht steht, erklingen schon diese Worte. Einmal bei uns in unserem interreligiösen Podcast, wo wir als drei Frauen aus drei Religionen über ein Thema sprechen, bald auch über sie. Und unser Fazit, die Vision von Frieden, die wird keine bleiben. Sie wird Wirklichkeit, Stück für Stück, Stein für Stein, daran bauen wir und das dürfen wir weitergeben. All diese Erfahrungen machen nicht wir, ganz und gar nicht.
Überall blitzt dieser Frieden auf. Überall werden diese Steine des Friedens gelegt. Und deswegen müssen wir diese Lichter auszeichnen. Wir können gar nicht anders mit dem ersten Friedenspreis des House of One. Wir müssen sie lauter machen, sichtbarer. Ein Stück dieser Friedenswirklichkeit, ein ziemlich großes, wir haben es gerade von Ihnen gehört, das ist hörbar, fühlbar, erlebbar in Herz und Ohr, in Georgien. Frieden bauen in Georgien, aus Georgien, in die Welt. Und dass das passiert mit Ihnen, Bischof Malkas, das macht uns Hoffnung. Das inspiriert uns als House of One. Das stärkt uns und leuchtet bis zu uns nach Berlin in unsere Herzen, in die Herzen so vieler Menschen. Und vielleicht muss ich jetzt gar nicht von Frieden erzählen. Vielleicht müssen wir als House of One heute gar nicht nur von Frieden erzählen, sondern wir dürfen heute dankbar sein, demütig. Wir dürfen hören. Wir dürfen fühlen, sehen und feiern den Frieden. Und dafür danken wir Ihnen, Bischof Malkas von Frieden, von Herzen. Lieber Bischof Malkas, wir freuen uns, dass wir Ihnen den ersten Friedenspreis heute übergeben dürfen und wünschen Ihnen alles, alles Gute und Beste weiterhin. Lieber Bischof Malkas, ich bin hier als Vertreter der Eurasia-Gruppe, einer Unternehmensgruppe, die in Zentralasien und im Kaukasus sehr aktiv ist. Und unser CEO kam irgendwann zu uns, ich bin Mitglied im Aufsichtsrat, und kam zu uns und erzählte von Ihnen und was Sie tun in Georgien. Und er sagte, ich muss das ablesen, Friedensstifter müssen wir ehren für ihren Mut, für ihre Selbstlosigkeit. Dafür müssen auch wir etwas tun, denn auch wir und vor allem wir profitieren davon. Deswegen ist es mir eine große Ehre, dass wir die Chance bekommen, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass wir vom House of One auserkoren wurden und die große Ehre haben, den Friedenspreis oder die Dotierung dafür an Sie zu übergeben. Und das möchte ich hier tun. Herzlichen Dank.
What a day! Dear brothers and sisters, dear siblings of ours, either in God or in humanity, Mr. President, Your Grace, Your Excellencies, Reverend brothers and sisters from Jewish, Muslim, and Yazidi community, I am most delighted and deeply humbled that you should give me the first prize of House of One to a mere scholar, a clergyman from Tbilisi, Georgia. I am no one, really. My words of gratitude goes first to our Creator. And I consider this prize as God's smile upon my life. I am deeply grateful for all people who made contribution, decision to this prize. I'm also delighted that this event is taking place in this parochial Kirche. There are many beautiful churches in Berlin, but this is the most beautiful church as far as I am concerned. In this church, I am feeling at home with this Byzantine feeling of architecture and beautiful space. And now, today, it is even more beautiful to see all of you here, my Muslim and Jewish and Christian brothers, sisters here. As I accept this honor, I wonder if I fully realize what it means to receive a priest's prize under the shadow of war on this continent. I also wonder if I have a right to accept this honor when we all have failed to avoid the fratricidal and pointless war in Ukraine. When I was growing up, I was often told by my grandmother and my parents, "You're a happy generation. You didn't know what the war is." Now I know what the war is. I know what is a civil war in your country, number of them. And I know what it means when you are one of the smallest countries in the world and you are being invaded by the largest, one of the largest countries in the world. One of the most influential figure of the 16th century Europe, Erasmus, has a fascinating piece. It's called Complaint of Peace. Erasmus has personification of peace, come to earth and to deliver her judgment on humanity. The personified peace criticizes monarchs of the time, politicians, church leaders, ordinary people, for betraying peace, for waging unjust war and unnecessary wars. In his razor-sharp deliberation, she asks a rhetorical question for Christians of his time, of this time. At the nativity of Christ,
did the angel sound the clarion of war? It seems that centuries later, we still need Erasmus to remind us of foolishness of wars and conflicts and significance of peace, deep, universal peace. Of course, we all know that peace is not just lack of war. Peace is all-encompassing. It is a harmony that we need not only among human species, but also in relations with the rest of creation. There is no peace where a child goes to sleep hungry, even if there is no war being declared. There is no peace where an individual is sidelined for his or her identity. There is no peace where nature is abused and misused. There is no peace where animals are treated cruelly and brutally. There is no peace where needs of migrants and refugees are ignored. As I told you, I represent a very small country. And as you know, Georgia is so small. If I put a finger on the globe to show where Georgia is, you will not see the country. It is so small. My church, which is Evangelical Baptist Church of Georgia, is also one of the smallest churches in the region. Yet we have learned a lesson or two in our 160 years old history. Throughout this period, we were always sidelined as a church, always persecuted, neglected, humiliated. Because of this, we have developed a sense of empathy to all marginalized groups in society, no matter who they are, religiously, culturally, socially, sexually, or in terms of gender. The second lesson that we have learned was this: to react to each and every expression of ugliness and hatred in our lives with a project of beauty. We are confronted by hatred, we respond to it with a project of beauty. For instance, in 2013, we saw the ugly face of homophobia. When people came out in streets of my capital city to physically abuse members of the LGBTQ community in the name of my God and your God, we immediately reacted to the ugliness of homophobia with projects of beauty. We did so with audacity, fearlessness, and creativity. Among many other things, Eucharistic liturgy was written and developed, upholding dignity of all marginalized minorities. Then very soon, we saw unprecedented rise of Islamophobia in a country where Muslims are already treated as a second-class citizens.
Muslims were prevented from praying their Juma prayers. Their sacred spaces were desecrated. Clergy and laity were physically abused. And again, in the name of my God and your God. Georgia has always been proud of being the only country in the world where Jews have never been persecuted. Of course, this is a myth, but a nice one. We need them. However, recently we witnessed the rise of ugly face of antisemitism in Georgia. As the Jewish population is declining, antisemitism is on rise. The Israeli ambassador was the first diplomat recently to ring the alarm bell about antisemitism originating from Christian church. A Jewish journalist, very promising one, Vitaly Safarov, was killed in my hometown, not because what he has done, but because who he was, a Jewish young man, in the name of my God and your God. It was felt at the Peace Cathedral that we had to react to the ugliness of prejudice and phobias with the projects of beauty. What could we do? Writing nice and convincing articles against bigotry, issuing statements of and producing liturgical artistic pieces in support of Muslims, Jews, but that did not seem to be nearly enough. We felt we had to do something more. This is how we decided to create an explicit theology of interfaith harmony, written not in ink and paper, but in stone. In October 1943, Winston Churchill, in his well-known speech related to his comments about the rebuilding the Commons Chamber following the damage during the war, famously maintained, "We shape our buildings, and afterwards, our buildings shape us." That was our question. Would it be possible to reshape our cathedral in such a way that afterwards it would shape our attitude towards diversity in general and religious diversity in particular? This is how Peace Cathedral engaged in the peace project, which meant to build a mosque and synagogue under the roof of the church. We realized that could be a tangible sign of reconciliation and search for peace. But later on, we realized that it was not only with Muslims and Jews that we need to build peace, but with everybody. Eventually, a small oratory was constructed for all people of faith or none to give a witness of our desire to embrace diversity and to offer our apologies for atrocities committed in the name of my God and your God. How could we carry out such an ambitious project when we are a small and poor church? We had to do fundraising, as people do. For better or worse,
we introduced a principle. A Jewish person could not give to the synagogue, but could give to the Islamic component of the building. And Muslim could not contribute to the mosque, but he could contribute to the synagogue component of the cathedral. Obviously, it was slowing down the process. But it has become a tremendous educational experience. We have seen Ayatollahs from Iran coming and saying, yes, we are going to contribute to the synagogue under the condition nobody should know our names. Otherwise, our heads will roll. We also had a lovely experience, Israeli ambassador coming to the cathedral and offering support for the synagogue, and he had to say, sorry, you can't. He can support the mosque. He was not excited by our response, but within 6 or 7 months after having negotiated with his authorities, he wrote a letter saying, how much money do you need to complete the mosque? It was humbling to see the change of hearts and minds as we carried out this project. As the project is shaping our understanding of acceptance, it is also shaping our theology. Willingly or unwillingly, we are calling for the paradigm shift in relations with missiology, not only for Christians, but for all people of religion. This is what we have learned. Instead of being church that is seeking to convert people into our likeness, to become a community that is committed to learn from others. To put it bluntly, if I come across of a Muslim or Jewish or Yazidi fellow, I should not be thinking how I can convert them into my Baptist tradition. But I start thinking what I can learn from my Muslim and Yazidi and Jewish brothers. What can I learn from their spiritual experience? How can I enrich myself, my own spirituality, and spirituality of my own community, learning from others? And I bear witness, we can learn a lot. And I'm humbled to have been enriched by my experiences with my Yazidi brothers in Iraq, or Sufi brothers and sisters in Turkey and the neighborhood, or in this land. And this is something that has deeply forged and changed my missiological understanding. There's good news. We are not the only one to think this way. And this is my chance to express my profound gratitude to the House of One and people who have been working very hard for years now to establish a space where people from Abrahamic religion will come and enjoy humanity
And I think something we have also learned, we don't need to manipulate anybody. It is sufficient enough to create a space where people can come together from different backgrounds and relate to each other. This is my chance to tell you all, thank you for being supportive, inspiring, encouraging for us in Georgia. Along with the House of One, there is a House of Garden of One in Haifa being established. There is also a Table of One where people can come around and have meals together from different traditions. Shamsi Tabrizi, who lived in 800 kilometers from the house where I live, was a person who was able to change hearts and minds of individuals. Once he came across of a politician, good politician, but rather boring one, in one of the largest cities of the empire. He had a brief encounter with this boring politician. I don't think you have boring politicians in this land, but they had. After a few encounters, this boring politician became spiritual and guide not only of his time, but for our time as well. I am talking about Jalaluddin Mevlana Rumi, who from being politician became spiritual guide for all times. But very often, the one who was an agent of change is forgotten. And I would like to quote him here. Shamsi would say, "This world is like a mountain. Your echo depends on you. If you scream good things, the world will give it back. If you scream bad things, the world will give it back. Change your heart to change the world." Today I would like to scream, or I don't need to scream, I've got a microphone. Peace is beautiful. Life is beautiful. All members of God's creation are beautiful. All faiths are beautiful. Love is beautiful. Inclusion is beautiful. We are all beautiful. One more thing. There is a lovely Jewish story. A rabbi sees a man praying piously in synagogue long after formal prayers have already been offered and everybody is gone. Rabbi interrupts this man and says, "How's your neighbor Moshe Horowitz doing?" And the man is annoyed being interrupted in his pious prayers and says angrily, "I don't know. Have not spoken to him for ages." Rabbi replied, "First, go and speak to Moshe Horowitz and see how he's doing. And then come and speak to God." I love praying. It's a part of my profession. I compose prayers in Georgian.
But sometimes you get a feeling that we have prayed too much, too long, and doing too little to find out how our marginalized brothers and sisters are doing, how persecuted Yazidis are doing, how the women who have spent years in sex slavery are doing, how our Muslim, Jewish, and Christian brothers are doing, how our four-legged and winged brothers and sisters are doing, how our brother Sun and sister Moon are doing, how is our Mother Earth is doing. This is a sort of prayer I have for peace. This is a sort of prayer I wish for everybody present in this room and beyond. Thank you.
Zuerst möchte ich meinen Damen und Herren einen wunderschönen guten Abend wünschen. Ich bin Schüler in Berlin und hatte heute die Ehre, einen Workshop mit unserem Bischof zu haben und an diesem teilnehmen zu dürfen. Außerdem war auf diesem wundervollen Workshop auch Maike Ziegler, die auch Teil vom House of One ist. Wir haben wundervolle Dinge gelernt heute und unfassbar inspirierende und auch tolle und bewegende Worte gehört. Ich bin davon überzeugt, dass Herr Bischof diesen Preis mit ganzem Herzen verdient hat, da er alles, was er normalerweise tut, ohne irgendwelche Intentionen einen Preis zu bekommen, tut und auch tun würde, wenn niemand in der Welt dies sehen würde und nur die Menschen in seiner Stadt mitkriegen würden, was für tolle Dinge er Tag für Tag tut. Auch möchte ich davon sprechen, was Maike Ziegler uns heute für unser komplettes Leben mitgegeben hat. Jeden Tag über unsere positive Intention nachzudenken, die wir anderen Menschen auch geben wollen und eben auch im Alltag vollführen wollen. Wir haben als Gruppe über unsere positiven Intentionen geredet und dann am Ende auf eine schwarze Plane mit einem Stück Kreide jeweils aus der kleinen Gruppe unsere positive Intention geschrieben. Wie Maike Ziegler sagt, we have to turn tension into positive intention. Diese Kreide, mit der wir geschrieben haben, hat Maike Ziegler dann eingesammelt und heute im Laufe des Tages in ein weiteres Stück Kreide umgewandelt, sodass weitere Studenten und auch Schüler damit ihre positiven Intentionen schreiben können, um somit über die Zeit ein Band der positiven Intentionen zu bilden. Ich bin sehr beeindruckt von diesen beiden Figuren, die ich heute erleben durfte. Und ich fühle mich geehrt, Teil dieses Workshops gewesen zu sein. Und ich fühle mich geehrt, heute hier sprechen zu dürfen und Ihnen, Herr Bischof, meinen allerherzlichsten Glückwunsch zu Ihrem Preis auszusprechen. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend und danke für diese Möglichkeit. An dieser Stelle gilt es zu danken Ihnen allen, dass Sie zu dieser Friedensmanifestation hierher gekommen sind. Unserem Preisträger, der uns die Ehre gegeben hat, diesen Preis entgegenzunehmen. Dem Bundespräsidenten und allen anderen für ihre eindrucksvollen Worte, die uns den Weg zum Frieden, zum Abbild dieses himmlischen Friedens auf Erden gibt. Es gilt zu danken der evangelischen Gemeinde St. Marien Friedrichswerder für die Nutzung dieser eindrucksvollen Kirche und die Organisation des Empfangs, dem Quartett unter der Leitung von Marienkantorin Marie-Louise Schneider, dem Utspieler für die musikalische Begleitung für und schließlich den House of One-Mitarbeitern, insbesondere den Ehrenamtlichen unter der Leitung von Renate Franke für die Unterstützung in all diesen Belangen, die wir hier gehabt haben. Wir wollen Sie mit einem Gebet und Segen auf den Weg schicken. Ich fange an und danach kommt Katja Sanche, unser Imam. Und ich würde Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Thank you.
Sie können gerne sich hinsetzen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Heute sind wir zusammengekommen, nicht um über Frieden zu reden. Wir sind eigentlich zusammengekommen, um den Frieden in der Person von Bischof Malchas zu erleben und zu ehren. Dafür sind wir dankbar. Und meinen Dank möchte ich mit einem Segensgebet, mit einem anatolischen Bittgebet hier eigentlich zum Ausdruck bringen. Dieses Gebet endet mit den Namen der sieben Schläfer aus der christlichen Tradition, natürlich in der Form, wie sie die in die anatolische Welt hineingefunden haben. O Allah, der Herr, der Erzengel Gabriel, Michael, Israfil und Azrael, der Herr von Abraham, Ismail, Ishak und Jakob, O Herr des herabgesandten Segens, der Torah, der Psalmen, des Evangeliums und des herabgesandten Korans. Es gibt keine Macht noch stärker außer bei Gott, dem unerreichbar Höchsten, dem Erhabenen. Es gibt keine Gottheit außer Gott, dem höchsten Herrscher, der offenkundigen Wahrheit. Mohammed ist der Gesandte Gottes, er ist seinem Versprechen treu und vertrauenswürdig. O Herr, O Herr, O Herr, Ya Hai, der Lebendige, Ya Qayyum, der Selbsterhaltende, Ya Dhal Jalali wal Ikram, der Herr der Majestät und Freigebigkeit. O Herr des erhabenen Thrones, O Barmherzigster der Barmherzigen, wir bitten dich, uns entsprechend deiner Barmherzigkeit und rechtmäßigen und angenehmen Gaben zu versorgen und zu beschenken. Yemlicha, Mexelina, Mislina, Marnush, Debarnush, Shazenush, Kefetatayush und Qitmir. Möge Gott diese Namen als Fürbittende annehmen und anerkennen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.